Am 19. Juni 2020 besuchte Ministerpräsident Winfried Kretschmann den Hohenlohekreis. Landrat Dr. Matthias Neidt begrüßte den Landesvater vor der Karl-Julius-Weber-Halle in Kupferzell. Im Rahmen eines kommunalpolitischen Gesprächs tauschten sich Bürgermeister, Abgeordnete sowie die Fraktionsvorsitzenden des Kreistages mit dem Ministerpräsidenten über die dringenden Themen im Kreis aus. Im anschließenden Gespräch mit der Presse zeigte sich Kretschmann gut gelaunt. Ja, ich bin hier sehr freundlich empfangen worden und es war ein wirklich interessanter Austausch. Der Kreis hat sich gut dargestellt, aber mir auch natürlich große Wünsche mitgegeben, ja, mit der Reaktivierung der Kochertalbahn. Ja, also das ist immer wichtig, dass ich als Ministerpräsident ein Gefühl dafür bekomme, wo drückt der Schuh in den einzelnen Kreisen, ein Bild vom gesamten Land entsteht. Aber in den Hohenlohe-Kreis komme ich wirklich immer gern. Der hat wirklich was zu bieten, zum Beispiel für die Zunge. Ja, gibt es immer was, Dinge, die gut schmecken. Als nächstes stand ein Besuch im Albert-Schweitzer Kinderdorf in Waldenburg auf dem Programm. Neben dem Austausch mit dem Vorstand informierte sich Kretschmann auch über den Alltag einer Kinderdorffamilie. Zum Abschluss ging es für den Ministerpräsidenten nach Griesbach zur Firma Burkhardt. Bei einem Rundgang durch die Montagehalle des Weltmarktführers machte er sich ein Bild von der Produktion und lobte die für den Hohenlohe-Kreis typische Innovationskraft. Auch Landrat Dr. Matthias Neidt zog ein positives Fazit. Der Kreisbesuch des Ministerpräsidenten war für uns eine große Ehre und Freude. Wir konnten mit ihm viele Themen diskutieren. Wir konnten ihm auch die Stärke zeigen unseres Landkreises. Und ein besonderes Hauptaugenmerk lag natürlich auch auf der Bewältigung der Corona-Lage. Wir sind sehr froh, dass das Land Baden-Württemberg auch heute wieder gezeigt hat, dass es bei unserem Kreis steht. Und eins wissen wir auch, wir haben einen wunderschönen Kreis und ich denke, das ist auch gelungen, das dem Ministerpräsidenten mitzugeben. Insofern ein guter Tag für uns und vielen Dank an all die, die mitgewirkt haben.